1967, 1968 kamen dann auf einmal so seltsame revolutionäre Gedanken. Das passte natürlich auch zusammen mit unserer spätpubertären Situation. Das waren suizidöse Gedanken, das waren die Drogen, die reinkamen. Es waren revolutionäre, anarchistische Gedanken. Es war natürlich das überbordende Thema von Sex etc. Und wir haben uns auch mit Literatur unheimlich viel beschäftigt. Wir haben also angefangen, Jack Kerouac zu lesen, Allen Ginsberg, Rambo, Baudelaire, Georg Büchner. Wir gingen also sogar in diese Zeit zurück. Und so kamen wir irgendwie auf die Idee, ja, wir können doch eine Lyriklesung in der Schule veranstalten. Und der Direktor war zuerst sehr angetan. Oh, die deutsche Jugend interessiert sich für die große Literatur. Und es wurde auch natürlich genehmigt. Und als der Abend dann stattfand, waren natürlich die Deutschlehrer alle voll vertreten, der Direktor war auch da und wir hatten eine gewisse Reihenfolge und die Ersten, die anfingen zu lesen, haben also mehr konventionelle Gedichte gelesen, vielleicht noch ein bisschen pubertär, spätpubertär, aber noch durchaus real. Als der Dritte und der Vierte dann anfing, so leicht dadaistische und absurde Gedichte vorzulesen, es kam ja schon dieser Einfluss von Jandl und anderen Leuten rein, waren die Lehrer schon so ein bisschen skeptisch, aber man hat es noch sozusagen, naja, die werden schon noch lernen, klapp, klapp, klapp und so weiter. Und ich habe mich dann tatsächlich getraut, ich war der Fünfte oder Sechste, der dann lesen sollte. Und natürlich hatte ich Mordslampenfieber und ging dann nach vorne und sagte, ich möchte jetzt aus meinem Gedichtband Anal, Oral, Genital vorlesen. Während die ganzen Schüler natürlich voller Lacher unter den Tischen lagen, waren die Lehrer sehr empört, haben den Saal verlassen und das war das Ende der Lyriklesungen an dieser Schule. Den Bogen überspannt. Genau, das war zu viel.